guten Morgen. Angekommen. Als Yogalehrerin bin ich auch immer Yoga-Schülerin und deswegen gehe ich auf verschiedene Events, auf verschiedene Festivals, auf verschiedene Workshops und treffe Kollegen und suche Inspiration. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll. Und deswegen bin ich heute bei Claudia, bei den Yogi Days. Nun, Hamburg gestaltet sich gerade so ein bisschen als Hochburg. Es gibt unglaublich viele Festivals und Konferenzen und Yoga-Events. Claudia ist eine sehr liebe Freundin von mir und hat die Yogi Days ganz alleine und selber gegründet und sie hat was ganz Tolles geschaffen hier. Privates, intimes, authentisches, liebes Zusammenkommen von ganz tollen Yoga-Lehrern, ganz tollen Vorträgen und Sessions und Atemworkshops. Es ist einfach wirklich sehr, sehr familiär. Kaya ist mittlerweile auch da und Kaya macht gleich die nächste Session auf dem Programm. Hallo! Hi. Bin sehr gespannt. Hat mich jetzt ein bisschen von meinen Knie- und Ellenbogenschmerzen befreit, indem sie Energie rausgezogen hat. Ich muss sie gleich tatsächlich ehrlich gesagt nochmal selber fragen, was genau sie da macht. Da rein gucken. Kaya hat ja gerade mein Knie und mein Ellenbogen geheilt und ich weiß nicht so genau, was Kaya macht. Wir wissen es nicht. Also was ich gemacht habe, ist, dass wenn wir in unserem Körper Schmerzen haben, das ganz oft daran liegt, dass wir Stress ansammeln, emotionalen Stress. Und den habe ich bei Norma gelöst und dann sind die Schmerzen weg. Ach so. Ja. Ja gut, da haben wir die Erklärung. Also jetzt mal ganz simpel zusammengefasst. Man nennt es Energy Healing. Im Moment geht es mir ganz gut. Und Kai und ich machen jetzt eine Mittagspause zusammen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Die Daniela Hutter kommt dann noch. Ich freue mich sehr, die zu treffen. Ja, Claudia war sozusagen, oder die Yogi Days waren so ein bisschen der Initiator für Yoga-Events in Hamburg. Und den Women's Circle habe ich sie gerade nochmal gefragt. Hat sie heute gemacht, weil sie so viele wunderbare Frauen kennt, hat sie gesagt. Viele wunderbare Frauen mit viel wunderbarer Energie. Und deswegen die Yogi Days heute im Zeichen der Frau und der Göttin. Und ich freue mich, was alles noch so kommt. Daniela Hutter ist jetzt da, die wunderbare Daniela Hutter aus Österreich. Ja. Du lebst in Tirol. Du lebst in Tirol. Wir hatten gerade eine sehr schöne Session mit der Daniela über das Thema. Über das Thema Frau sein, Frauen miteinander, von Frau zu Frau, die Schwester in der anderen erkennen. Vielen Dank. Gerne.
Christine ist da, wir atmen jetzt. Yay! Yogi Days Woman's Circle war definitiv volle Kanne Woman's Circle. Weibliche Intuition, weibliche Urkraft entdeckt und dafür die Tools bekommen, um damit zu arbeiten, ja, meine Weiblichkeit zu finden. Spannende Aufgabe. Und diesmal war halt wenig Yoga, aber viel Persönlichkeitsentwicklung. Ich fühle mich auf jeden Fall gut und habe wieder was gelernt.